Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute geht es ganz, ganz spannend weiter. Zusammen mit Starshine und mit Linda werden wir versuchen, Lisa zu befreien. Beziehungsweise Lisa steckt hier immer noch in Pandora fest. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie die Story jetzt gleich weitergehen wird. Wir müssen jetzt gleich erst einmal zu Linda und mit der sprechen. Und ja, mal schauen, was uns da erwartet. Und schon befinde ich mich auch schon hier im Weingarten und Linda wartet schon. Was mich jetzt interessieren würde, Linda steht ja nun hier bei mir bei der Quest, aber Linda hat ja auch eigentlich gerade eine Quest in Moorland bei der neuen Rennstrecke. Ich glaube, ich gucke da nachher mal vorbei und gucke, ob die Linda auch da steht, weil da steht die überarbeitete Linda und hier steht noch die alte Linda. Ja, eine ganz spannende Sache. Okay. Hallo Mandy, ich will ausreiten. Kommst du mit? Nein, du siehst gestresst aus. Was ist los? Du hast zusammen mit Starshine Lisa gefunden? Was für tolle Neuigkeiten. Die schlechte Nachricht ist, dass Lisa aus Pandora gerettet werden muss und dass das nur geht, indem die schlafende Witwe geweckt wird? Aha, die schlafende Witwe. Damit ist eine Person gemeint, die diesen Namen trägt? Zumindest verstehe ich das so. Nein, ich weiß nicht, wer das sein könnte. Ich werde die Bibliothek danach durchsuchen. Du kannst in der Zwischenzeit die Baroness fragen. Du findest mich dann in der Bibliothek. Ich muss jedoch erst Meteor parken. Alles klar, auf zur Baroness! Parkst du Meteor? Bist du schon auf dem Weg? Okay, sie macht sich gleich auf den Weg. Alles gut. Ja, ich habe hier wieder den Grafikbug. Ich habe auch keine Lust, den extra wegzumachen, muss ich sagen. Und ich sehe da erstmal mit der Baroness. Guten Tag, Mandy. So ein herrlicher Tag auf im Weingarten, oder? Ja, total herrlich. Ob ich etwas über die schlafende Witwe weiß? Nein, ich kenne zwar einige Witwen, aber das ist in meinem Alter normal. Aber keine von ihnen zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders viel schläft. Da kann ich dir nicht helfen. Dann bleibt zu hoffen, dass Linda etwas aus der Bibliothek findet. Vielleicht hat sie ja bereits etwas gefunden. Ist sie denn jetzt weg? Tatsächlich. Linda ist weg. Auf geht es in die Bibliothek. Schon lange nicht mehr in der Bibliothek gewesen. Ach, übrigens heute mit Ghost Whisper unterwegs. Level 15, also ausgelevelt. Und gut drauf. Noch vom letzten Championat. Ich dachte, ich nehme ihn heute auch mal. Warum nicht? Ich finde ihn eigentlich sehr, sehr cool. Und ja, ich hoffe nur, dass wir kein Rennen machen müssen. Oh, hallo Linda. Die Baroness wusste nichts. Okay, dann müssen wir uns wohl auf die Bücher berufen. Dann schauen wir doch mal. Dieses Buch muss ich lesen. Und dieses und dieses und dieses auch. Oder der Beobachtungsmeister kann uns helfen? Nein, das glaube ich nicht. Er weiß zwar viel, aber nicht alles. Ich glaube, er übertreibt oft, um sich ein besseres Image zu verschaffen. Und dieses Buch und dieses? Kann ich dir irgendwie helfen, Linda? Warum brauchst du nicht schon... Achso, warum besuchst du nicht schon mal den Beobachtungsmeister, während ich diese Bücher durchforste? Du könntest ihn fragen, ob er etwas über die schlafende Witwe weiß. Ich glaube zwar nicht, dass er etwas weiß, aber Fragen schadet ja bekanntlich nie. Benutze den Pferdetransporter, damit geht es schneller. Danke, dass du mir das sagst, dass ich den Pferdetransporter benutzen darf. Das mache ich doch denn total gerne. Okay, Ghost Whisper, wir sollen den Pferdetransporter benutzen, denn wir haben direkt einen Weg zum Beobachtungsmeister. Voll praktisch. Extrem praktisch tatsächlich. Okay. Nicht so schnell. Und Meteor wollte ich gerade schon sagen. Ghost Whisper ist total schnell momentan. Hier, Versteck des Beobachtungsmeisters. Können wir uns direkt hin teleportieren bzw. transportieren lassen? Das ist doch mega, mega praktisch. Ich habe übrigens das Gefühl, dass mein Mikrofon irgendwie ein bisschen leiser ist. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Ansonsten schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Okay, hallo Herr Beobachtungsmeister. Hey, ich habe schon... Das war doch die Stimme von James, oder? Habt ihr das gerade gehört? Dieses Hey, was der gesagt hat, das klang total nach James. Aber der ist viel größer als James. Vielleicht hat er irgendwie Stelzen an oder so? Wer weiß, wer weiß. Ich habe dich schon erwartet. Ich weiß zwar nicht, warum du hier bist, aber warum verhalten wir uns nicht wie normale Leute und du erzählst es mir nochmal? Die schlafende Witwe. Ein Lebewesen, das seinen Ehemann verloren hat. Es ist eine Frau, möglicherweise verwitwet. Und lass mal sehen. Also, sie schläft. Boah, du bist aber ein Mega-Beobachtungsmeister. Hammer! Sie ist eher unbekannt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie schläft. Mehr kann ich leider nicht sagen. Reicht das?
Das hätte ich dir auch sagen können. Genau das Gleiche. Hörte der Antwort zu? Nein? Tut mir leid, Mandy. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie auch immer, ich bin mir sicher, dass deine Freundin Lisa die Antwort in ihren Büchern finden wird. Früher oder später. Und weißt du was? Das richtige Buch ist immer das letzte, das man liest. Ja, da hat er allerdings recht. Wir sehen uns später, Mandy. Okay, sag Linda, dass der Beobachtungsmeister einfach mal nichts weiß. Der hat einfach nur das Ganze umformuliert. Okay, Silverglade Landgut, warum ist denn? Da. Noch einmal zurück. Wie sollte es auch sonst anders sein? Das ist bestimmt James, der Beobachtungsmeister. Nur James kann so dummes Zeug reden. Okay, dann verlassen wir uns halt voll auf Linda. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Sonst können wir niemanden zählen. So, ja, Pferd soll auch nicht mit. Ich will nur... alles okay? Ich will nur absteigen. Nur schnell absteigen und wieder hinein. Ich bin sicher, Linda hat irgendwas gefunden. Hi. Ich dachte mir schon, dass er nichts über die schlafende Witwe weiß. Aber jetzt können wir uns wenigstens sicher sein, dass er nichts weiß. Sonst weiß er ziemlich viel. Er hat ein Netzwerk von Spionen, die überall sind. Er ist ein guter Kontakt. Mandy, ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Ich habe leider noch nichts über die schlafende Witwe finden können. Ich bin mir sicher, dass ich früher oder später etwas finden werde. Bis dahin dürfen wir die Hoffnung nicht verlieren. Gib mir bis morgen Zeit. Ich werde die ganze Nacht suchen. Alles klar. Achso, jetzt sagt sie nochmal das Gleiche. Und jetzt habe ich da wahrscheinlich eine Uhr stehen. Ja. Morgen geht es erst weiter. Oh je, Linda. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Hä? Seit wann ist denn da ein neuer Stern? Okay. Nehmen wir mal den Stern mit. Linda, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde dich und dein neues Ich jetzt einmal in Moorland besuchen. Das kann jetzt auch sehr spannend werden. Ja, da müsste sie nämlich stehen, theoretisch. Also, merken wir uns, eigentlich ist Linda am Suchen in der Bibliothek. Jetzt besuchen wir Lindas neues Ich. Oh, ich darf aber, glaube ich, das Rennen gar nicht machen. Obwohl, ist eigentlich egal, ne? Eigentlich egal, Moorland-Stelle. Weil da gibt es ja wieder XP fürs Pferd und das bringt mir ja nichts, wenn ich das mit Ghost Whisper mache. Denn Ghost Whisper ist bereits ausgelevelt. Also werden die total verschenkt, die XP. Wobei ich kann natürlich sagen, ach, egal. Hauptsache, ich mache mal wieder ein Rennen mit Ghost Whisper. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. So. Na, wer ist denn da? Die Zukunftslinda. Hast du Interesse am Springreiten? Ich bin zwar eigentlich gerade in der Bibliothek, aber das ist mein vergangenes Ich. Dann hast du Glück. Thomas veranstaltet eine besondere Vorführung hier im Moorland-Stall. Wenn du das Springreiten selbst einmal ausprobieren möchtest, sammel doch einfach erste Erfahrungen im Parcours, den ich mit anderen aufgebaut habe und das Regelwerk des Sports einhält. Zwar wirst du nicht bewertet, aber du erhältst eine gute Vorstellung davon, wie eine Teilnahme an einem professionellen Wettbewerb anfühlt. Das wäre natürlich toll, wenn ich da gar nichts bekomme. Genieße die Vorführung. Linda, was machst du hier? Echt, Linda, was machst du hier? Du warst doch gerade erst in der Bibliothek. Du glaubst doch nicht etwa, dass wir Soul Rider immer in die Gefahren reiten, oder? Es ist überaus wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Freizeit und Arbeit zu pflegen. Deswegen mache ich gerade eine Pause von der Bibliothek. Okay, Soul Rider, Familie, Schule, Wettbewerbsseiten, Arbeiten für die Baroness, bei all meinen Lieblings-TV-Shows und Comics auf den Laufenden zu bleiben. Von dem Roman, an dem ich gerade arbeite, gar nicht erst zu sprechen. Und dann das Spielen mit meiner Katze Misty. Oh, das ist aber schön. Was? Durch Fanfiction auch noch gelernt? Krass, Linda. Gut, dann machen wir mal das Rennen. Ah. Man bekommt tatsächlich nichts. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann ist es natürlich gut, mit einem ausgebildeten Pferd das Ganze zu machen. Wobei ich aber auch nicht genau weiß, ob Ghost Whisper da das richtige Pferd für ist. Naja, wir schauen mal. Wow! Oh mein Gott, und dieser Applaus im Hintergrund. Ist ja voll toll, das denn. Oh mein Gott. Die Kurven sind halt echt richtig krass eng. Hops. Noch eine enge Kurve jetzt hier. Ah! Ja.
Sowas habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so cool wird. Das war jetzt aber echt sehr doll hintereinander. 48, nochmal. Das muss ich nochmal machen, Entschuldigung. Okay, was ist denn überhaupt die Highscore? Bei 55 gibt's Gold? Habe ich jetzt Gold bekommen? Da müsste ich ja direkt Gold haben. Globale Highscores. Boah, 31 Sekunden von der Lucy Stormfrog. Dicht gefolgt von Hannah. Die Luciana Crazy Frog. Krass, die kenne ich. Und die Tina Middlebrook ist auch auf Platz 5. Auch die kenne ich. Oh mein Gott. Ich kenne so einige hier. Das ist ja total lustig. Okay, machen wir nochmal. Also ich glaube, da müsste ich aber echt extrem ein anderes Set auch drauf haben. Boah. Ja, das schaffe ich aber nicht. Also da bin ich natürlich echt viel zu schlecht für. Ich meine, Ghost Whisper ist echt gut drauf. Aber ich glaube, zum Springreiten sage ich das nicht. Oh Gott, meine Stimme, ey. Merkt ihr das? Irgendwie ist meine Stimme noch nicht so ganz da. Beziehungsweise, die will immer weggehen. Voll doof. Oh Gott, ich hämmer aber jetzt gerade auch auf meine Tastatur. Also es tut mir echt leid, wenn ihr das gerade hört. Ah, Kurve. Megasprung. Geschafft. 40 Sekunden. bin ich jetzt schon gelistet mit 40 Sekunden? Höchstwahrscheinlich nicht. Nee, das geht erst ab 37 los. Also knapp 38 Sekunden. Ja, das schaffe ich nicht. Ich hätte zwar total Lust zu, da echt ein bisschen was zu reißen. Aber warte mal. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ein paar Minütchen hätten wir noch. Dann würde ich nämlich mal ganz kurz... Oh, wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ich glaube Steve. Zu Steve muss ich mal. Ich meine, wenn ich jetzt schon so ein tolles, ausgeleveltes Pferd dabei habe, das gut drauf ist. Steves Farm. Dann würde ich nämlich ganz schnell einfach mal das Rennen bei Wills Windmühle machen. Das habe ich nämlich mal eine Zeit lang geübt. Ist schon lange her. Ist echt lange her. Ich glaube, ich habe das damals sogar mit Ghost Whisper geübt. Boah, ich glaube, das war im letzten Jahr. Also ist eine echt sehr, sehr lange Zeit her. Und da wollte ich eigentlich mal in die Top 10 kommen. Gut, jetzt würde es mir reichen, wenn ich überhaupt einmal gelistet werde. Ich würde es einfach mal versuchen, weil ich es schon so lange nicht mehr gemacht habe und gerade ein Pferd dabei habe, das Championat geeignet ist und das auch voll die Werte hat und Hufeisen anhat und so weiter. Einfach mal Versuch. Ja, fängt schon gut an, hier über den Zaun zu springen. Okay, probieren wir es doch einfach mal. Warte mal, da muss ich hin. Das andere. Okay. Zeit 1:10. Starte ein Highscore-Rennen. Ich bin gespannt. Ich habe schon Ewigkeiten keine Highscore-Rennen mehr gemacht. Ich glaube, das müsste ich dann echt mal wieder machen. Mal ein bisschen trainieren und Highscore-Rennen machen. Und so. Boah, eigentlich war immer noch was geplant. Es war immer noch so ein Turnier geplant. Damals noch mit der Dama wollte ich das machen. Aber leider ist da ja gesundheitstechnisch und sowas immer das, was dazwischen gekommen bei ihr. Und ja, jetzt ist sie irgendwie gar nicht mehr so wirklich da. Okay, aber wir konzentrieren uns jetzt hier drauf. Oh. Oh mein Gott. Okay, ich versuche mal meine Klappe zu halten, um mich zu konzentrieren die letzten Meter. Oh mein Gott. Ich glaube, hier kann ich auch irgendwo eine andere Abkürzung eigentlich nehmen, aber die kenne ich gar nicht so gut. Hier irgendwie, ne? Irgendwie konnte man hier noch ein bisschen kürzer treten. Treten klingt jetzt auch ein bisschen seltsam. Ja, aber meine 1:10 schaffe ich tatsächlich nicht zu schlagen. Schade. Herzlichen Glückwunsch bisher. Ach, aber heute die besten Resultate. Oh, 1:13. Trotzdem schlechter. Mal gucken, wo stehe ich denn? Mit 1:13. Oh, aller Zeiten bin ich noch gar nicht gelistet. Heute? Heute auf dem ersten Platz? Oh, mal schauen, wie lange. Bestimmt nicht lange. Bestimmt werde ich da sehr, sehr bald abgelöst. Oh, guck mal, die Vivi. Die kenne ich auch. Mensch, so viele bekannte Namen immer hier. Krass.
einfach krass. Ja, haben wir es mal wieder probiert. Sehr schön. Vielleicht ist es vielleicht auch noch ein bisschen schneller, wenn das Smiley grün ist. Das könnte natürlich sein, ich weiß es nicht so genau. Aber ich würde sagen, trotzdem ist die Folge jetzt hier für heute vorbei. Ansonsten mache ich noch mehr Highscore-Rennen, das wäre natürlich ein bisschen doof. Es geht ja eigentlich heute nur um die Quest mit Linda. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe